vielen Dank. Eine etwas ungewöhnliche Situation, im eigenen Haus vorgestellt zu werden, aber nun gut, für das internationale Publikum Stream sozusagen ist es vielleicht ganz, ganz hilfreich. Ja, ich werde einen kleinen kultur- und kunstwissenschaftlichen Parforce-Ritt durch die Lichtgeschichte machen. Auch wenn mein Vortrag Macht und Licht heißt, ist es natürlich in Anlehnung an unsere Ausstellung Macht, Ausrufezeichen, Licht, Ausrufezeichen, denn tatsächlich ist neben der Kunst dieses Satzzeichen des Ausrufezeichens ein ganz wichtiges Element. Natürlich freuen wir uns immer, wenn auf unsere Ausstellung in den Medien hingewiesen wird. Neulich in der Süddeutschen gab es einen Ausstellungshinweis, da hatte man tatsächlich das erste Ausrufezeichen vergessen. Das heißt, es war dann eher ein Imperativ, dass man Licht anschalten oder Licht machen soll. Darum geht es natürlich nicht, denn es geht tatsächlich eben um Macht im Sinne von Gewalt. Aber ich glaube, das ist uns allen klar und das wird sicherlich auch nochmal gleich dann im Vortrag deutlich werden. Ja, also Macht und Licht sind auf verschiedene Weise eng miteinander verbunden. In Zeiten eines geozentrischen Weltbildes war in der altägyptischen Mythologie die lichtspendende Sonne der alles bewirkende Gott Ra. In der Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments verfügte der Allmächtige, es ward, werde Licht, und sofern man in diesem Glaubenssystem bleibt, hatte er offensichtlich auch die Macht dazu, denn es ward Licht. Wer Licht hat, hat also Macht, wie beispielsweise auch aus einem anderen zeitgenössischen Beispiel der Populärkultur deutlich wird, ein Ausschnitt aus dem James-Bond-Film Goldfinger. Schauen wir auf eines der bekanntesten Narrative der griechischen Mythologie, in dem Prometheus den Göttern das Feuer als einer Insignie von Macht vom Sonnenwagen stiehlt und es den Menschen bringt. Durch diesen rebellischen Akt galt der Titan als Urheber der menschlichen Zivilisation und steht aufgrund seiner Klugheit und Weisheit spätestens seit der Moderne für den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt sowie die Herrschaft des Menschen über die Natur. Dieses zunehmende Streben nach Macht über die Natur wird besonders zu Beginn des 20. Jahrhunderts evident, im kulturellen Bereich beispielsweise durch die futuristische Oper Sieg über die Sonne, die 1913 in St. Petersburg uraufgeführt worden ist. Protagonist dieses geradezu prometheischen Stücks ist ein Zeitreisender, der dem Publikum vom Kampf gegen die Sonne berichtet. Schließlich wird die Sonne besiegt und in ein Haus aus Beton eingeschlossen. Ungefähr seit der Zeit, also seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, kann der Mensch tatsächlich die Nacht zum Tage machen. Wer also auch künstliches Licht hat, hat Macht. Diese grundlegende Erkenntnis zieht sich bis in die Gegenwart fort. Heute sind es Energiekonzerne, Medienagenturen oder Eventagenturen, aber auch natürlich öffentliche Institutionen wie Städte und Gemeinden, in deren Macht es liegt, Licht zu machen. Den Begriff der Macht und das Verhältnis der Macht zu Staat, Gesellschaft und Natur haben unzählige Geistesgrößen untersucht. Dankeschön. Der Soziologe und Philosoph Sigmund Baumann hat Macht in der Postmoderne als etwas Flüssiges bzw. Flüchtiges umschrieben, die sich mit der Geschwindigkeit elektronischer Signale durch die postmoderne Gesellschaft bewege und unabhängig von Zeit und Raum sei. Diesen Zustand der Macht charakterisierte er, Zitat, als postpanoptisch, da sie eben nicht mehr überall sichtbar sei, sondern sich zunehmend latent manifestiere, wobei aus der Flüchtigkeit auch ihre Unbesiegbarkeit erwachse, so Baumann. Mit der Charakterisierung von Macht als etwas Fluidem und Ephemerem, das sich mit der Geschwindigkeit elektronischer Signale, also mit Lichtgeschwindigkeit, bewegt, können Parallelen zum physikalischen Wesen von Licht konstatiert werden, denn die elektromagnetischen Wellen, die uns mit ihrer Dualität aus Welle und Teilchen das Licht wahrnehmen lassen, bewegen sich gleich schnell durch Zeit und Raum. Darüber hinaus ist das Licht selbst nicht sichtbar, sondern ist erst dann wahrzunehmen, wenn es auf Gegenstände trifft und von ihnen reflektiert wird. Damit hat Licht die gleiche substanzielle Eigenschaft wie Macht. Licht und Macht brauchen einerseits einen Emittenten, also einen Strahlungsproduzenten bzw. einen Machthabenden und Ausübenden, und sie brauchen andererseits ein Objekt bzw. Subjekt, um Licht sichtbar bzw. Macht wirksam werden zu lassen. Eine Lichtquelle allein nützt nichts, wenn es keine Dinge gibt, an denen sich das Licht brechen kann. Man denke an das dunkle Universum. Und auch ein Machthaber allein kann nichts bewirken, wenn es keine Objekte oder Individuen gibt, an denen er seine Macht ausüben kann.
Diese beiden gemeinsamen Grundeigenschaften, deren Wirken erst durch Reziprozität möglich ist, lassen sowohl Licht als auch Macht als zwei faszinierende physikalische beziehungsweise soziopolitisch-philosophische Faktoren erscheinen, die einer kunstwissenschaftlichen Untersuchung wert sind. Trotz dieser skizzierten Gemeinsamkeiten in Bezug auf die funktionalen Grundbedingungen von Licht und Macht ist das Licht im aufklärerischen Sinn zugleich aber auch ein ephemerer Gegenspieler von Macht gewesen, von Machthabern, die es vorziehen, ihre Machenschaften lieber im Dunkeln zu betreiben, die Transparenz oder Aufklärung scheuen und keine Durchleuchtung ihrer Untriebe wünschen. Dieser Antagonismus des Lichts in Bezug auf Macht und ihre Verschleierungstaktiken wird ebenfalls in so verschiedenartigen wie faszinierenden künstlerischen Zusammenwirkungen in unserer Ausstellung und Publikation Macht, Ausrufezeichen, Licht, Ausrufezeichen untersucht. Am Anfang des 20. Jahrhunderts war es also nur deshalb möglich, über einen Sieg über die Sonne nachzudenken, weil die Welt in der damaligen technikbegeisterten Zeit bereits über elektrisches Licht verfügte, das in zunehmendem Maß überhaupt eine Emanzipation vom natürlichen Licht ermöglichte. Der vermeintlich wahre Sieg über die Sonne gelang jedoch erst zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Am noch dunklen Morgen des 16. Juli 1945 rieb sich Edward Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe, mit Sonnencreme ein und setzte eine Sonnenbrille auf. Er stand zusammen mit anderen Wissenschaftlern auf dem Campania Hill in der Wüste von New Mexico. Es war der von den Behörden festgelegte Aussichtspunkt, von dem aus um 5.30 Uhr Ortszeit die Explosion der ersten Atombombe erfolgen sollte. Man hatte Teller und den anderen Anwesenden eigentlich die Anweisung erteilt, den Kopf unter den Arm in den Sand zu legen, aber er und die anderen waren entschlossen, dem Ungeheuer ins Gesicht zu sehen, so Teller. Das, was sie schließlich zu sehen bekamen, veränderte die Welt. An diesem Julimorgen im Jahr 1945 wurde insofern ein Sieg über die Sonne errungen, indem es dem Menschen mit dem Zünden der Plutonium-Implosionsbombe in einem diabolisch-prometheischen Akt gelang, sich selbst eine gleißend helle Sonne zu schaffen. Es war eine Sonne der infernalischen Zerstörung, die schon wenige Tage später unermessliches Leid über Japan brachte und den Rest der Welt in einen tiefen Schock versetzte. Die Zündung der ersten Atombombe stellte nicht nur auf militärischem Gebiet einen fatalen Grenzüberschritt und den Beginn einer Phase der globalen Hochrüstung dar, sondern markiert für manche WissenschaftlerInnen auch den Anfang eines neuen Erdzeitalters des Anthropozäns. Wir haben ja gestern schon im Zusammenhang mit Edith Hartmanns Vortrag darüber gesprochen. Mit der Atombombe ist tatsächlich auch das Erschaffen der bis dahin stärksten künstlichen Lichtquelle gelungen, die in Abhängigkeit vom Zeitpunkt nach der Zündung ein Vielfaches an Strahlungsenergie im Vergleich zur Sonne abgeben kann und damit zugleich einen äußerst fragwürdigen Sieg über die Sonne darstellt. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Wo zu viel des Lichts ist, dort herrscht Dunkelheit, kann man mit Peter Sloterdijk in diesem Kontext sagen. Denn das zu viel an Licht von explodierenden Atombomben würde die Welt neben den zu erwartenden unermesslichen Zerstörungen tatsächlich in eine zivilisatorische Nacht stürzen. Dass wir im Jahr 2022 mit dem völlig grundlosen, aggressiven russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und Putins atomaren Drohungen dieser infernalischen Nacht wieder einen Schritt näher gekommen sind, ist kaum und eigentlich gar nicht zu ertragen. Betrachtet man die normalen menschengemachten Lichtquellen, so ist festzustellen, dass künstliches Licht zu Beginn der Moderne ausschließlich positiv konnotiert wurde und sozusagen als leuchtendes Symbol des Fortschritts galt. Durch das ab Mitte des 20. Jahrhunderts exponentielle Wachstum der Weltbevölkerung, dem intensiven Fortschreiten der Industrialisierung und des globalen Wirtschaftswachstums und dem damit verbundenen rasant ansteigenden Verbrauch an Primärenergie, der sich zwischen 1950 und 2010 mehr als verfünffacht hat, ist es neben einer exzessiven Übernutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, der Verschmutzung von Luft, Landschaften und Meeren auch zu einer zunehmenden Lichtverschmutzung gekommen. Auf 90% der Tiere hat das zunehmende Fehlen von Dunkelheit einen verstörenden Einfluss und auch auf den Menschen wirkt sich dies negativ aus. Durchschnittlich 92% der Weltbevölkerung ist von Lichtverschmutzung betroffen und in den Industrieländern mehr oder weniger alle Menschen. Lichtverschmutzung ist die am meisten verbreitete und zur gleichen Zeit auch vernachlässigste Form von Umweltverschmutzung, so Fabio Falchi.
Beschränken wir uns auf den kleinen, den das menschliche Sehen ermöglichenden elektromagnetischen Strahlungsbereich von etwa 380 bis 780 Nanometer, so ist das Ausgesetztsein einer omnipräsenten wie persistenten Lichtemission alles andere als gut und der Widerspruch zur ausschließlich positiven antiken oder christlichen Metaphorik nur dadurch begründbar, dass es in vormoderner Zeit schlichtweg keine künstlichen Lichtquellen gegeben hat, die auch nur im Entferntesten die Auswirkungen permanenten Lichts erahnen ließen. Licht wurde von der Antike bis zur Aufklärung als Metapher für das Wahre und Gute gesehen. Negative Bedeutung bekam das Licht erst durch die weitreichende Substitution des Sonnenlichts durch elektrisches Licht im 20. Jahrhundert. Die sich ins Negativ verkehrende Verwendung des Lichts geht heute so weit, dass, wie wir auch ja schon im Vortrag gehört hatten, mit seiner extremsten Anwendung mit Licht gefoltert wird. Das psychisch wie physisch quälende Ausgeliefertsein aus dem Arsenal der euphemistisch bezeichneten weißen oder sauberen Folter. Auch wenn dies sicherlich der extremste Einsatz von künstlichem Licht ist, verdeutlicht er jedoch in seiner dauerhaften und damit inhumanen Anwendung die quälenden Auswirkungen auf den menschlichen Organismus und die Psyche. Mit dem gezielten Einsatz des immateriellen Lichts wird Macht ausgeübt, in seiner radikalsten Form als Mittel der Gewalt. Es gibt aber auch viele weitere und teils subtilere Anwendungsbereiche, wie aus folgenden Beispielen deutlich wird. Unter den beiden Aspekten Macht und Licht lässt sich eine historische Entwicklung des künstlichen Lichts anschaulich am Beispiel von Scheinwerfern skizzieren, die schon früh, wie heutige einige andere ganz gebräuchlichen Techniken auch, im militärischen Zusammenhang entwickelt worden sind. Auf den Ursprung des Scheinwerfers fällt das Licht des absolutistischen Krieges, wie der Medientheoretiker Friedrich Kittler bemerkt hat. Für das 20. Jahrhundert stellte er zurückblickend fest, Zitat, seit den ersten Tagen des Ersten Weltkrieges schreiben Flakscheinwerfer die Signatur unseres Jahrhunderts an alle Himmel. Zitat Ende. Auch das erste elektrische Licht, die Kohlebogenlampe, als die bis dahin stärkste künstliche Lichtquelle, die bis zu 6 Kilometer weit in die Landschaft scheinen konnte und 1855 bei einem ersten großen Versuchseinsatz in Lyon Vögel nachts zum Singen brachte, wie Wolfgang Schiebelbusch zu berichten weiß, wurde im 19. Jahrhundert im militärischen Bereich verwendet, wie aus einem zeitgenössischen Bericht über den Einsatz von Bogenlicht im sudanesischen Kolonialkrieg in der Zeitschrift La Lumière Électrique aus dem Jahr 1884 hervorgeht. Ich zitiere heraus: Als sich die Rebellen bis auf einige hundert Meter genähert hatten und anzugreifen begannen, flammten plötzlich die elektrischen Scheinwerfer auf und tauchten sie in das gleißendste Licht. Die Überraschung und die Verwirrung war so vollkommen, dass sie sich jeder Beschreibung entzieht. Zitat Ende. Den Zenit ihrer Popularität erreichten moderne elektrische Scheinwerfer bekanntermaßen im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte durch den NS-Architekten Albert Speer, der zur Inszenierung der totalen Allmachtsfantasien des nationalsozialistischen Regimes mit teilweise bis zu mehreren hundert Scheinwerfern riesige, in einige Kilometer Höhe reichende Lichtdome baute. Es waren Theaterinszenierungen der Politik, so Schiebelbusch, und stimulierende Mittel der Machtausübung. Blendung, auch im Sinne von Beeindruckung, Illusion, Inszenierung und Raumbildung können folglich als wesentliche Merkmale bei der historischen Verwendung von Scheinwerferlicht angesehen werden. Oder, um es mit dem französischen Philosophen Michel Foucault zu sagen, Zitat, binden, blenden, unterjochen durch Geltendmachen von Verpflichtungen und durch Intensivierung des Machtglanzes, Zitat Ende. Moderne Scheinwerfer sind aber auch machtpolitische Lichtwerfer, denn sie ermöglichen die Trennung von Leuchtendem und Beleuchtetem. Sie leuchten nicht allgemein oder ohne hierarchische und oder soziale Unterschiede, sondern können selektiv eingesetzt werden. Der Leuchtende entscheidet, wen oder was er beleuchten will. Der Scheinwerfer ist es schließlich, der den Blick selber mobilisiert und mechanisiert, um noch einmal Kittler zu zitieren. Überträgt man diesen Gedanken auf unsere heutige Medien- und Celebrity-Kultur, so wird mit Scheinwerfern auch dort subtil Macht ausgeübt, denn es sind im übertragenen Sinn die Scheinwerfer der Fernsehstudios und Glamour-Events, die darüber entscheiden, ob Mann respektive Frau von Bedeutung ist oder nicht, beziehungsweise ihm oder ihr aus vermarktungstechnischen Gründen durch Licht Bedeutung verliehen und genauso schnell auch wieder entzogen werden kann.
Das Scheinwerferlicht ist in diesem Zusammenhang, wie man beispielsweise bei der Installation Public Entrance aus dem Jahr 2005 von Mischa Kubal künstlerisch umgesetzt sehen kann, der zentrale inszenatorische Faktor und das Medium der Bedeutung zu weisen in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie. Auch wenn Foucault das Ausmaß der heutigen Star- und Celebrity-Kultur nicht mehr erlebt hat, so kann man die Mechanismen von zelebritären Beleuchtungs- und damit Machtstrategien und die damit verbundenen Herausforderungen mit seinen Worten dahingehend zusammenfassen, ich zitiere, das blendende Licht der Macht den gesamten Gesellschaftskörper nicht verfestigt und versteinert und so in der Ordnung hält, sondern dass es ein teilendes Licht ist, das eine Seite beleuchtet, aber einen anderen Teil des Gesellschaftskörpers im Schatten lässt oder in die Nacht stößt, so Foucault. Ein weiterer Lebensbereich, in dem vor allem im öffentlichen Raum mit Licht Macht ausgeübt wird, ist derjenige der Werbung. Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden erste Werbetafeln nachts mit Gaslaternen beleuchtet, um für ein Mehr an Aufmerksamkeit zu sorgen. Im weiteren Verlauf hat sich einige Jahrzehnte lang die Illumination von Reklame mit elektrischen Glühlampen durchgesetzt. Weitere Methoden der besonders machtvollen Bewerbung von Unternehmen und Produkten wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Reklamescheinwerfern entwickelt, die nach den Vorbildern von Leuchttürmen Werbetexte über die Stadt strahlten. In den 1920er Jahren kamen noch Lichtreklame durch Scheinwerferprojektionen hinzu, die Schriftzüge an den nächtlichen Himmel warfen. Mit keiner anderen Lampenform kann der Bereich der Werbung jedoch unmittelbarer konnotiert werden als mit der Neonröhre. Mit ihr wurden zum ersten Mal lesbare Schrift mittels Licht immaterialisiert. Diese halb industriell, halb manuell hergestellten Lichtröhren, die entsprechend individueller Kundenwünsche geformt werden konnten, wurden von der Reklame am Beginn des 20. Jahrhunderts für sich entdeckt und im weiteren Verlauf der nachfolgenden Jahrzehnte zu einem einzigartigen weltweiten Erfolg geführt. Nachdem 1912 in Paris eine Neonröhre bei einem Friseursalon zum ersten Mal zu Werbezwecken eingesetzt worden ist, avancierte sie danach schnell zu einem massenhaften verwendeten Werbemittel. So galten Neonröhren schon zu Beginn oder zur Zeit der Weimarer Republik als Realsymbole des modernen Lebens, so Schievelbusch. Der Aufschwung der Neonröhre innerhalb der bildenden Kunst setzt in größerem Umfang erst mit dem Beginn von Konzept und Pop Art in den 1960er Jahren ein. Und hält aber auch natürlich bis heute hin fort. Im Kontext der politisch konnotierten Lichtkunst sind in diesem Zusammenhang zahlreiche Kunstwerke zu finden, bei denen Neonröhren verwendet werden und teilweise auch gezielt mit der unvermeintlich mitschwingenden Werbeästhetik spielen. In Warren Nidecks Neoninstallation Pizzagate, die den gleichnamigen Skandal im Zusammenhang mit der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl von 2016 thematisiert, kulminiert die Mischung aus Werbeästhetik, Social Media und einer schließlich daraus entstandenen Handlung. Bruce Naumanns Werk Double Slap in the Face verdeutlicht durch das permanente Aufblinken der verschiedenen Neonsysteme hingegen noch eine Nähe zur Werbeästhetik der Nachkriegszeit und verdeutlicht zudem durch das gewalttätige Handeln der Protagonisten eine zweifache Verbindung von Macht und Licht. Auch wenn die Installation ohne Titel von Heike Mutter und Ulrich Gent keine Neonröhren verwendet, so passt sie aber dennoch zum Kontext der Werbung, denn die speziell gefärbten, stark pink leuchtenden Röhren haben genau jene Tonalität, wie sie auch bei der Präsentation von Fleischwaren im Supermarkt verwendet werden. Mutter und Gent thematisieren die manipulative Macht der optischen Verbesserung, welche die Kundinnen von der Frische und makellosen Musigkeit der Waren überzeugen soll, da sie die Rottöne des Fleisches besonders hervorheben. Darüber hinaus geht es bei dem minimalistisch-technisch anmutenden Werk, das wie ein futuristischer Grenzzaun aussieht, auch um soziale Aspekte, denn solche Leuchtstoffröhren werden in England beispielsweise bei der sogenannten Anti-Social-Behavior-Bekämpfung im öffentlichen Raum eingesetzt, indem damit Jugendliche von bestimmten Bereichen ferngehalten und mit Licht im öffentlichen Raum Macht ausgeübt wird. Neben den Glühlampen bzw. den LEDs ist wohl kein anderes künstliches Leuchtmittel derart mit dem täglichen Leben verbunden wie die Leuchtstoffröhre. Trotz der zunehmenden Verbreitung von LED-Lampen geht heute immer noch ein Großteil des künstlich erzeugten Lichts von Leuchtstoffröhren aus,
vor allem im industriellen und öffentlichen Bereich und trägt damit nicht unwesentlich zur Lichtverschmutzung bei. Die Installation Brauchen wir Licht von Kusmin Molitor hinterfragt die Notwendigkeit von Leuchtstoffröhren auf direkte und zugleich auch hintergründige Weise, indem sie in einer gebrauchten Schuttmulde defekte, aber auch noch funktionierende Leuchtstoffröhren entsorgen. Um über Bildermacht auszuüben und der Staatsgewalt bzw. ihren Repräsentanten eine Allgegenwärtigkeit zu verleihen, müssen sie visuell präsent sein. Um dies rund um die Uhr zu gewährleisten, liegt es nahe, sie nachts zu beleuchten oder noch besser, sie aus sich heraus leuchten zu lassen. Eines der beeindruckendsten Beispiele hierfür ist das 36 Meter hohe Reliefporträt des kubanischen Revolutionsführers Che Guevara an der Fassade des Innenministeriums in Havanna, beschaffen 1993 von Enrique Avila. Um über das allseits bekannte Konterfei hinaus die propagandistische Wirkung zu steigern, ist im Porträt noch der Schriftzug Hasta la Victoria Siempre, also immer zum Sieg, beigefügt. In der nachts eher spärlich beleuchteten Hauptstadt Kubas ragt das grell leuchtende Antlitz ganz besonders heraus und verleiht dem Revolutionsführer an der Plaza de la Revolución die damit im wahrsten Sinne des Wortes besondere Aura mit Licht als Medium der strahlenden Inszenierung und Machtausübung. Das kubanische Künstlerduo Los Carpinteros greift mit der Installation It's not Che, it's Angela Merkel, so ironisch, humorvoll wie hintergründig, diese illuminierte Machtgeste der realsozialistischen Regierung in Havanna auf und zeigt, in den Ausmaßen natürlich deutlich kleiner, die ehemalige Bundeskanzlerin. Den konzeptuellen Ausgangspunkt beschreibt das Künstlerduo wie folgt, Zitat, die Idee hinter den ersten Porträts war, den Begriff des Heldentums zu thematisieren oder besser gesagt zu hinterfragen, was Heldentum ausmacht und wer die wahren Helden sind. Zur selben Zeit porträtierten wir international bekannte politische Persönlichkeiten wie Angela Merkel, Noam Chomsky oder den Künstler Santiago Sierra, die alle dem Hochkapitalismus gegenüber kritisch eingestellt waren, Zitat Ende. Offen zu sagen, die fragwürdige Demokratie sei bei allen Mängeln immer noch besser als die Diktatur. Auch wenn Max Horkheimer diese Aussage 1968 im Zusammenhang mit den Erfahrungen der NS-Diktatur gemacht hat, so hat sie in dem Sinn kaum etwas von ihrer Bedeutung verloren. Zwar wird es in Deutschland und anderen demokratischen Staaten hoffentlich nie wieder zu einer Diktatur kommen, jedoch ist das ausgewogene Zusammenspiel verschiedener Kräfte in der Politik von diversen Seiten bedroht. Damit sind nicht nur hier, sondern weltweit populistische, nationalistische, extremistische oder religiös-fundamentalistische Mächte gemeint, welche immer wieder und auf unterschiedliche Weise die Würde und die absolute Gleichheit der Menschen in Frage stellen, die missliebige ausgrenzen, wissenschaftlich erwiesene Fakten negieren und die Gesellschaft spalten wollen. Mit diesen Kräften sind aber auch allgemeine Bedrohungen verbunden durch bewusste, systematisch eingesetzte Falschaussagen, Fake News, moralisch skrupellose oder nur auf den eigenen Vorteil bedachte Statements, die die Kultur des Miteinanders zersetzen. Wir haben vorhin ja schon im Beitrag von Jojo Elson zwei andere Beispiele gesehen. Ich zeige jetzt hier noch ein weiteres von dem US-amerikanischen Künstler Robin Bell, der im Rahmen seiner Guerilla-Strategie Texte auf Fassaden projiziert, um, wenn auch meist nur eben von kurzer Dauer, ein immaterielles, aber dennoch wirkmächtiges Gegengewicht auf die Waagschale des öffentlichen Diskurses zu legen. So hat er beispielsweise als Reaktion auf die Weigerung Donald Trumps, den Gewaltexzess von Rechtsextremen bei den Ausschreitungen in Charlottesville in Virginia im August 2017 zu verurteilen, unter anderem auf die Fassade von dessen Washingtoner Hotel projiziert, The President of the United States is a known racist and a Nazi sympathizer. Also der Präsident der Vereinigten Staaten ist ein bekannter Rassist und Nazi-Sympathisant. Dieses aufklärerische Licht schien jedoch nur rund 10 Minuten, bevor Sicherheitskräfte die Projektion und den Einsatz von Licht als künstlerisch-kritischem Machtinstrument stoppten. Machtausübung bezeichnet nicht einfach ein Verhältnis zwischen individuellen und kollektiven Partnern, sondern die Wirkungsweise gewisser Handlungen, die andere verändern.
stellte Michel Foucault in seinem Text Botschaften der Macht fest. Das Medium Licht mag als ein Mittel der Machtausübung sicher nicht an erster Stelle stehen, jedoch offenbaren sich bei näherer Betrachtung vielfältigere künstlerische Verwendungsszenarien als vielen bewusst sein mag. Innerhalb der vergangenen 150 Jahre hat die Zivilisation unterschiedlichste Möglichkeiten geschaffen, das natürliche Licht zu ersetzen und das Spektrum der technischen Lichtquellen zu erweitern. Die globale ökonomische und kulturelle Entwicklung wäre ohne künstliches Licht in dem bekannten Ausmaß natürlich kaum denkbar gewesen. Es verhält sich mit dem Licht jedoch wie mit vielen anderen Ressourcen auch. Der vernünftige und an Nachhaltigkeit orientierte Verbrauch sowie der sinnvolle Einsatz sind entscheidend. Sind die berühmten zwei Seiten derselben Medaille. Einerseits stellen künstliche Lichtquellen eine Grundbedingung des modernen gesellschaftlichen Lebens dar. Andererseits sind mit dem permanenten und exzessiven Einsatz von künstlichem Licht zahlreiche negative Auswirkungen verbunden. Diese zu begrenzen und für einen verantwortlichen Einsatz von Licht zu sorgen, liegt in unserer Macht. Vielen Dank. Vielleicht nur kurz, das ist jetzt bekannt oder wie man schon erkennen kann, nicht das Hotel von Donald Trump, sondern das ist die Fassade des Medienmuseums in Washington. Aber auch dort war das die ganze Projektion nur einige wenige Minuten zu sehen, bevor dann dafür gesorgt worden ist, dass es wieder ausgeschaltet worden ist. Glaube ich nicht. Ah ja, jetzt wieder. Vielen Dank, Herr Bertin, für den spannenden Vortrag. Gerne starten wir eine Diskussionsrunde, wenn Sie im Publikum oder auch online die Zuschauenden, wenn Sie Fragen haben, gerne Hand heben. Keine Fragen. Statements, keine Fragen. Ist das gut oder schlecht? Ja, bitte, da vorne. Achso, Sie bekommen noch ein Mikro. Dankeschön. Es geht mir in meiner Frage um die Lichtdoma. Gibt es da Aussagen von den Nationalsozialisten darüber, was sie selber darüber gedacht haben, also wie sie die empfunden haben, eingesetzt haben überhaupt, also von den Nationalsozialisten Kommentare darüber? Also habe ich in meinen Recherchen nicht gelesen, aber wir werden das sicherlich im Laufe des nachfolgenden Vortrags, wo es ja konkret um die Lichtdome geht, wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen. Oder können Sie jetzt oder wollen Sie jetzt schon was dazu sagen? Also bei den ersten Spuren, die man in der Presse findet, wird der Lichtdom noch gar nicht Lichtdom genannt, sondern es heißt eher Lichterbogen oder Lichterdom. Und dann geht es aber relativ schnell, dass es eigentlich als Lichtdom bezeichnet wird. Und da heißt das auch schon, dass man eigentlich da, es gibt eine Stelle, wo man sieht bei Speer und rausarbeiten kann, dass man die Leute disziplinieren wollte damit. Also diese gerade Aufstellung, das entsteht nicht von Anfang an, das geht auch über ein paar Jahre, dass sich das immer weiter, und sieht man auch in den Abbildungen, das zeige ich nachher, dass da eigentlich ein Disziplinierungsprozess stattfindet. Aber jetzt fällt mir das erstmal auf, dieses Wort, Lichtdom. Also ich habe es immer Schwierigkeiten gehabt, das zu verstehen. Aber Dom ist ja eine absolut klerikale Konnotation. Also das ist ja auch nochmal eine Erhöhung der ganzen Sache. Naja, im Grunde genommen hat es ja auch eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Dom, der in der Regel ja für Bischofskirchen verwahrt wird, aber auch ja für große Kirchenbauten. Und wenn man jetzt an die bedeutenden Baudenkmäler der Gotik denkt, die natürlich auch in Richtung Himmel zeigen mit ihren großen spitzen Türmen, dann liegt natürlich die Konnotation nahe. Und natürlich ist da in gewisser Weise natürlich aus einer Sakralisierung wahrscheinlich auch damit verbunden, die ja bis heute noch, wir haben es ja gestern auch bei dem Vortrag von Ulrike Gehring ja auch gesehen, die ja bis heute noch offensichtlich faszinierend genug ist, dass man damit immer noch Menschen beeindrucken kann. Ja. Also es ist spannend, dass wir relativ schnell Dom oder Kathedrale sagen. Also der Weltausstellungspalast, der Kristallpalast, wenn man zeitgenössische Stimmen anschaut aus dem 1851, dann heißt es da auch, es sei eine Kathedrale aus Glas. Also sobald wir eigentlich diese
architektonische Formel haben. Also beim Lichtdom findet man am Anfang auch noch Formulierungen von Säule oder Pfeiler, Lichtpfeiler. Also diese Idee bis zum Himmel, was ja auch zum Beispiel ganz untotalitär bei Brancusi diese Säule, praktisch die unendliche Säule, wäre so eigentlich eine analoge Form. Man könnte es auch so sehen. Aber da, wenn man drin stand, ein gewisses Konvergieren wohl auch zu sehen war, war das wohl relativ naheliegend zu sakralisieren. Obwohl es sonst ja nicht. Vielleicht doch noch eine Sache. Also Hitler hat auch Reden gehalten unter dem Lichtdom, die natürlich bewusst auch an Predigten angelehnt waren. Also zum Beispiel, dass er sagt, ihr seht mich nicht, ich sehe euch nicht und ich sehe euch, ihr seht mich. Also da werden so reziproke Formulierungen angewendet, wie sie auch in Predigten üblich sind, waren in dieser Zeit. Weitere Fragen aus dem Publikum? Dann würde ich vielleicht noch eine kurze, eher persönlichere Frage anstellen. Und zwar finde ich es natürlich historisch sehr interessant, aus Ihrer Biografie herausgehend, dass Sie eben im ZKM bereits mit dieser sehr großen, allseits bekannten Lichtausstellung zu tun hatten und jetzt eben aktuell wieder im Kunstmuseum Wolfsburg mit der Macht-Licht-Ausstellung. Und mich würde eben interessieren, wie hat sich vielleicht Ihr Verhältnis auch zur Lichtkunst in den Jahren verändert oder wie hat sich das sozusagen im Laufe der Zeit entwickelt? Naja, ich meine, im Grunde genommen, das ist ja Teil der Genese dieser Ausstellung, dass die Idee zu der politisch konnotierten Lichtkunst schon kurze Zeit nach der damaligen Ausstellungserfahrung im ZKM sich entwickelt hat und im Grunde genommen ja immer, ich möchte fast sagen, immer aktueller geworden ist, wenn man an die Lichtverschmutzung denkt und so weiter. Und letztendlich ist die Kunst in den letzten 10, 15 Jahren ja in gewisser Weise auch immer politischer geworden. Insofern gab es natürlich eine unglaublich große Anzahl an Kunstwerken, die man einbezogen hat oder einbezogen hätte können. Ich meine, wir haben ja mit Holger Brücker zusammen die auch schon kuratiert und wir hatten natürlich über jede auch schon ein Riesenwerk, das so man dann Abstriche machen mussten, weil einfach vieles nicht möglich war zu realisieren oder zu teuer war herzubekommen und so weiter, dass man am Ende dann ein Kondensat hat, wo man im Grunde genommen dann gewisse Themen Stränge darstellen möchte in der Ausstellung. Und insofern war das jetzt so nach 17 Jahren, sich mal wieder mit Lichtkunst zu beschäftigen, einfach auch eine tolle Erfahrung. Es sind ja auch einige Werke in der Ausstellung, die wir damals schon im ZKM gezeigt haben. Insofern war das auch ein schönes Wiederbegegnen. Und ja, also insofern wächst ja die eigene Erfahrung oder das eigene Verständnis natürlich auch, was ökologische Belange angeht, mit und entwickelt sich weiter. Und insofern sieht man natürlich viele Dinge, die man vielleicht früher ganz toll gefunden hat, heute etwas kritischer und umgekehrt. Also insofern, aber es war eine schöne Reise, diese auch schon vorzubereiten. Und ich glaube, diese Begeisterung hat sich auch, meine ich, auch so ein bisschen aufs Team übertragen, weil es einfach schön war, irgendwie diese Werke aufzubauen. Und wir haben ja, das war ja, ist ja ein völliger Unterschied, ob ich jetzt eine Ausstellung habe mit 100 Leinwänden, die ich an die Wand hänge. Da weiß ich ungefähr, wie es funktioniert. Aber bei Lichtkunst ist es ja irgendwo auch immer so, dass man gerade bei Werken, die man noch nicht ausgestellt hat oder vielleicht auch noch nicht mal persönlich gesehen hat, sondern nur von Abbildungen kennt, ist es natürlich immer eine Frage, wie sich das nachher im Raum verhält, wie groß das Streulicht ist. Und wir haben das Ganze ja schon etwas versucht einzuhegen, indem wir die Wände anthrazitfarben gestrichen haben, damit nicht zu sehr Reflexionslicht da ist. Und ich glaube, es war jetzt zugegebenermaßen ein auf Sicht fahren oder noch nicht mal das, sondern es war ein Rabanspiel, was wir irgendwie riskiert haben. Aber ich würde mir einbilden, ohne dass es jetzt nach Selbstlob sich anhören soll, aber das so von der Lichtintensität ist es, glaube ich, ganz ordentlich geworden. Also man hätte es vielleicht noch einen Ticken dunkler machen können, aber insgesamt ist es, glaube ich, schon so für uns ganz gut geworden. Dankeschön. Darf ich noch eine Frage stellen? Genau. Ich wollte noch mal an diesen sehr schönen auch Kultur geschichtlichen Überblick anknüpfen, weil ich mich gefragt habe, gerade jetzt nach diesen 10 Jahren, wie geht es eigentlich weiter? Und ich glaube, wenn ich aus diesen ganzen Vorträgen von gestern und heute, wenn ich die Aufforderung raushöre, dann ist das an diejenigen, die
gerade Lichtplaner zum Beispiel, ist das eine andere Aufforderung als an uns, an die Forschung. Ich glaube, dieses mehr Dunkelheit, mehr Bewusstsein, mehr auch vielleicht energiesparende Konzepte, da kann die Kunstgeschichte ja nicht so nicht mitwirken. Ich habe mich gefragt, wo könnte eigentlich auch die Lücke oder Leerstelle in der Forschung weiter sein? Und eines, ich weiß jetzt nicht, vielleicht kann das die Idee für die dritte Lichtkunstausstellung irgendwann sein kann. Was mir aufgefallen ist, dass wir alle, also das meiner eingeschlossen, einen unglaublich eurozentrischen Blick auf das Licht haben. Also wenn wir zurückblicken, wenn wir die Geschichte der Kunst, wenn wir, die ist natürlich bei uns auch eng mit der Aufklärung verbunden. Ich kam, als ich Leonardo nochmal sah, ich glaube, eine Aufgabe, aber ich weiß nicht, ob wir dafür ausgebildet sind und auch in der Lage zu sehen, aber ich glaube, was sehr, sehr erhellend auch noch wäre, wenn man wirklich mal guckt, nicht nur im asiatischen Raum, sondern wir hatten gestern mit Afrika, wo einfach vielleicht doch Gemeinsamkeiten Unterschiede sehen, aber ob man das nochmal öffnet und von dieser europäisch-amerikanischen Lichtkunst doch jetzt auch nochmal einen Schritt weiter geht. Und ich glaube, da kommt man auch wieder zu anderen Lichtquellen und wir werden uns irgendwann nicht mehr nur über LED und Fluoreszenz unterhalten, sondern da kommen vielleicht nochmal ganz andere Konzepte. Und da muss man mal überlegen, wer dafür vielleicht auch die kompetenten Personen sind. Ja, vielen Dank für deine Frage und Anmerkung. Das nehme ich gerne auf. Können wir gerne nochmal drüber sprechen bei Gelegenheit. Nein, ich meine, man sieht ja schon heute, dass letztendlich auch gerade aus dem asiatischen Bereich ja auch unglaublich viel mit LEDs gearbeitet, mit einem Wahnsinnstechnikaufwand, mit riesengroßen Installationen. Geht dann ja auch teilweise auch heute wieder in den Bereich des Angewandten, des Designs und so weiter, sind ja teilweise die Grenzen fließend. Das war ja auch schon am Anfang der Lichtkunst letztendlich so. Ich hatte ja gestern schon kurz den Tschechen Zdeněk Peščánek angesprochen, der in den 20er Jahren schon Ideen hatte für eine interaktive Lichtgestaltung in Prag. Das ist nie umgesetzt worden, weil es technisch nicht machbar war. Aber der kam auch im Grunde aus dem Design und hat eben auch als Künstler gewirkt und so weiter. Und das ist ja auch letztendlich gerade bei so einer Kunstform wie der Lichtkunst auch schnell natürlich, dass man da an Grenzbereiche stößt. Aber es macht das Ganze ja auch so faszinierend. Nun muss man da natürlich dann auch mit einer guten kuratorischen Maßgabe oder mit einem guten kuratorischen Auge natürlich gucken, was wirklich dann inhaltlich auch tragfähig ist und auch vielleicht eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Aber das ist tatsächlich eine gute Frage oder ein guter Hinweis. Wir haben tatsächlich ja schon auch natürlich deutlich über die Grenzen Deutschlands hinausgeschaut. Aber natürlich, klar, es ist eine relativ westlich ausgerichtete Kunstschau, also mit vereinzelten asiatischen Künstlern. Wobei wir das natürlich auch gerade in Vorbereitung befindlichen Feminismus-Ausstellung, die wir ja für den Herbst vorbereiten, auch thematisieren, weil da ist uns das natürlich ganz besonders wichtig, dass wir einen ganz starken nicht-westlichen Anteil dabei haben, um eben auch diesen westlichen Blick auf die Kunstgeschichte zu brechen und neu auszurichten. Da haben wir fast 70% nicht-westliche Künstlerinnen dabei, was eben auch nur möglich war, eben durch die 4 internationalen Netzwerke, die wir da initiiert haben. Das lässt sich sowas natürlich nicht für jedes Ausstellungsprojekt durchdeklinieren, so ein Aufwand. Aber insgesamt, klar, ist es natürlich gerade vor dem Hintergrund der kulturellen Erfahrung und auch der Ausprägung in verschiedenen Kulturkreisen wäre es sicherlich auch mal ganz spannend, eben auch den Blick auch gerade auf nicht-westliche künstlerische Positionen zu lenken. Und wir haben ja gestern auch bei IDIS ja auch den sehr schönen dieses Beispiel gehabt von der japanischen Künstlerin, die eben auch schon nicht mehr mit künstlichem Licht arbeitet, sondern mit Farbe und um Sonnenlicht arbeitet und Reflexion arbeitet. Auch das ist sicherlich vielleicht eine sehr schöne, fast zen-artige Position gewesen, wenn man das so interpretieren darf. Weiß nicht, ob das zutreffend ist, aber auf jeden Fall ist es ja, mit Sicherheit eine schöne Aufgabe, da mal tatsächlich auch mal weiterzukommen. Danke. Nur eine ganz kurze Anmerkung. Bei uns Lichtplanern gibt es tatsächlich eine Gruppe. Wir nennen uns Lighting Detectives. Und ich habe das vor 15 Jahren mit einem Kollegen in Japan gegründet, weil eben in Japan eine ganz andere Lichtauffassung herrscht. Und es gibt eine Website und da kann man auch sehen, wir sind natürlich keine Wissenschaftler, sondern beobachten und treffen uns einmal im Jahr in der Stadt eines Mitglieds und erforschen da den Umgang mit Licht. Ja, ich glaube, dann mache ich jetzt mal ganz schnell die Bühne frei für Sigrun Appelt. Ihr Beitrag hätte natürlich ganz besonders gut nach Ihnen, Frau Brandy, gepasst. Aber ich glaube, das kriegen wir auch
intellektuell so auf die Reihe, dass wir das jetzt switchen. Und insofern freuen wir uns jetzt sehr auf Sigrun Appelt und das langsame Licht.